Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut Mac Vurago und diese Therapie ist nice kostenlos. Wir sind hier bei Let's Play Far Cry 6 in einem schicken, netten Bunker, wo es uns super geht. Bis auf die Tatsache, dass da draußen immer noch ein Panzer steht und wir das technische Problem haben, dass wir nur noch einen Molotow-Cocktail haben. Und mal gucken, ob wir damit Mr. Panzer, Scheiße! Panzer 1 überbraten können. Jetzt schauen wir doch mal vielleicht, ob wir so Munition kriegen hier. Ah, hier liegt noch Munition rum. Aber leider nicht für uns. So, hier push und raus. Ah, ich bin ein Held. Ich habe noch den hier. Warum nicht gleich so? Warum hat mir das keiner gesagt? Supremo. Alles geklärt mit Supremo. Jetzt können wir hier... Ja, einer ist noch hier irgendwo unterwegs. Die Frage ist nur, wo? Keine Ahnung. Finden wir heraus. Ach so. Okay, soviel zu dem Thema, hat sich auch geklärt. Damit haben wir hier soweit erstmal alles erledigt. Die Frage, wo müssen wir jetzt hin? Wir sind da. Finde Munitionslager. Okay, haben wir doch. Das ist doch das schicke Munitionslager. Ah, hier haben wir noch ein bisschen was zum Einsammeln. Aber davon haben wir genug. Ah, hier ist noch ein bisschen Krimskram, nimm mal mit. Im Blick da hoch gar nicht schaden, weil das bestimmt auch noch was Schickes zum Einsammeln. Und zwar nichts. Aber davon ganz viel. Okay, wieder runter. So, entkommen dem Kampf und aus dem Sperrgebiet. Okay. Die Frage, wie kommen wir der ganzen Sache? Denn, der Hubschrauber noch. Sie haben so viel Gebiet schon mal erkunden, wenn man guckt, wir haben erst mal so ein Stückchen gesehen. Ich würde sagen, wir werden uns mal ein bisschen in diese Richtung hier durch. Da ist hier, genau. Die Richtung werden wir uns mal durchschlagen. Und hoffen mal, dass wir auf diese Art und Weise da auch ein bisschen neues Gebiet noch freischalten können. Wir können auch einfach mal hier rausgehen. Von der Seite kommen wir aber nicht durch. Von der Seite aus kriegen wir das Tor nicht auf. Aber hier ist ein Loch. Im Zaun. Loch im Zaun ist super. Und hier ist auch super. Da unten wartet eine harte Tür auf uns. Alles klar, Benito. Okay. Rosario ist tot und der Treibstoff fließt wieder. Si, carajo. Yep. Ich gebe zu, ich hatte meine Zweifel wegen Clara. Aber an dir habe ich nie gezweifelt, Micho. Ich weiß ein bisschen was darüber, wie man auf seine Leute aufpasst. Okay. Sag, Clara, ich mache mich auf zu ihrem Lager. Unsere Boote und unsere Unterstützung sind ihr sicher. Alter. Gracias, Danny. Super. Belohnung. Abgeschlossen. Treibstoffreduktion. Okay. Haben wir jetzt die Angel gekriegt. Genau. Plus 100. Und Eier. Da ist die Angel. Als Werkzeug. Clara, Benito ist wieder auf deiner Seite. Okay. Er ist gerade auf dem Weg zu dir. Scheiße, Danny, danke. Und jetzt komm zurück ins Lager. Okay. Es wird Zeit, dass wir von dieser Insel verschwinden. Und die Hü mag kein Wasser. Okay, mag kein tiefes Wasser. Hauptsache, du denkst an unsere Abmachung. Ich habe meinen Teil erledigt. Auf einem dieser Schiffe fahre ich nach Miami. Alles klar. So, jetzt retten wir die Dame noch. Wie wär's, wenn wir erst noch Geschichte schreiben? Oh, befreien wir die Dame. Alles klar. Kiste. Da, Kiste. Da gehen wir natürlich zu der Kiste. Weil die ist ja gleich um die Ecke. Da geht ja schon ein bisschen durchs Gebüsch hier. Hier geht ein Pfad, folgen wir diesem hier. Jetzt mal weggehen hier. Dämliche. Weg. Da wollte uns das Lacrosse-Shirt doch glatt an die Wäsche. Das ist ja Katastrophe. So, wir. Hier ist noch eine Kiste. Die nehmen wir natürlich mit. Ah, die Kiste ist hier drin. Da. Er hat mal Boot demoliert.
Gucken wir, was da drinnen wieder. Bestimmt irgendwie Schücke ist Equipment. Ah, ne. Suprero-Klemer. Auch mit hier. Benzinrezepte. Sonst gibt es hier leider wenig zu holen. Außer wir könnten hier angeln, wenn wir die Angel benutzen könnten. Aber haben wir nicht. So, wir können uns nach da durchschlangen und nach dort gehen. Können wir einfach tun. Werden wir auch. Obwohl, da müssen wir sowieso noch. Das weiß ich schon. Das heißt, es ist eigentlich hier wieder zurück. Und zwar nach da. Da wäre es nicht verkehrt, wenn wir ein passendes Fahrzeug hätten. Ein Boot wäre zur Not auch okay. Bin ja da nicht so wählerisch. Jetzt mal rüber. Durchgeladen ist. Kann man die eigentlich auch zerlegen hier? Ne, die kann man zermatschen, aber bringen nicht viel. Okay. Schnell hier rüber. So, quer. Guapo, hast du was gewittert? Ich überlege gerade, wie man dümpelt. Wir können ja. Ich würde sagen, wir folgen einfach mal dem Strand. Dann kommen wir da vorne noch auf eine Straße und dann geht das alles. Und dann geht es viel einfacher, als wenn ich hier irgendwo querfährt, eigentlich da versuche, irgendwo was zu finden. Okay. Wäre super, Papo, wenn du da unterstützen würdest. Okay, das eine ist erledigt. Und das auch. Puh. Habe ich doch noch meine Krokodilstaschen gekriegt, ja. Ja, so, also drei. Ich habe nur zwei gesehen. Ja, die ist ganz entspannt. Juckt ja auch nicht. Okay, wer haust hier unten? Gibt es hier was zu holen? Ja! Außer dass ich mich hier wieder anfackle. Na, eigentlich wollte ich ja hier nach oben gehen, weil hier oben war die Straße. Tadatstraße. Kanone einpacken. Und wenn wir mal entspannt hier langlaufen. Sombrero ist wieder bereit. Sombrero ist wieder befreit. Okay. Das ist ja genau. So, also war das nicht geplant. Tut mir leid, Kumpel, für den Kumpel. Der ist genau in die Schusslinie gelaufen. Und weiter. Okay. Panische Angst hier. Da kommt irgendwo ein Pferd. Okay. Jetzt haben wir aber eine Mitfahrgelegenheit. Rau und das Pferdchen hier. Ja, aber Pferdchen streicheln, dann freut sich Pferdchen. Oh, was Mädchen. Schön Pferdchen mit Pferdchen, genug mit Pferdchen gespürt. Auch weg. Truck, Mist. Hallo. Super, du halt, Alter. Jetzt würde ich aus deiner Karre ziehen hier. Lo siento, das brauche ich. Die kriege ich aus Auto, will er nicht. Naja. Aber dafür hat das Kroko wieder eins zerlegt. So. So, stecken wir die wieder ein hier. Das hieß ja, der könnte Informationen haben. Hey. Kannst du mal weggehen hier? Ich muss mal mit dem Helden hier reden. Hier bewahren wir die Vorräte auf. Alles niemand klar. Wird merken, dass sie weg sind, bis es zu spät ist. Okay. Bist ein sehr loyaler Freund hier. So, apropos loyaler Freund. Hier ist ein Key. Ah, okay. Ihr findet die übrigens versteckte Kripo-Gramm-Tabellen. Alles klar. Was haben wir denn hier jetzt gefunden?
Und zwar, war das bei den Notizen wahrscheinlich nicht, Einsätze. Alles, das ist der gerade aktuell läuft, Fahrzeuge, das ist das, was wir gerade, hier können wir noch. Hier können wir das Equipment wechseln. Okay, Steuerung verringern. Ja, die bleiben fast alle faktisch gleich. Okay. Hilft uns nicht wirklich weiter. Okay, Kryptogrammkisten enthalten einzigartige Ausrüstung und können mit Hilfe von Tabellen in der Nähe geöffnet werden. Okay, folgende Zeichen, um die Tabellen zu finden. Du kannst die Kiste öffnen, sobald du alle Tabellen gefunden hast. Okay, das heißt, so sieht das Symbol aus. Okay. Dann heißt es, geh hier lang. Die Frage ist, ob das... Okay. Da haben wir eine gefunden. Okay. Gesammelt, genau. Eine. Sechs dieser Baum wächst auf ganze Jahre und ist für die Gorilla überlebenswichtig. Er bietet Unterschlupf, Baumtrag, Schutz, um sich zu verstecken und zu können. Nein, klar. Die Frage ist, reicht dir schon aus? Okay, da lang. Ah, hier haben wir noch einen. Die Frage ist, reicht dir das jetzt aus? Die zu öffnen? Ja, reicht aus. 1 und 6. Eingesammelt. Was ist drinne? Schutzhandschuhe MK2 Handgelenk. Alles klar, die gucken wir uns gleich mal an. Arsenal, Handgelenk. Das wären diese hier. Und zwar, du richtest mehr Schaden mit Waffen gegen vergiftete Gegner an. Ah ja, ist jetzt nicht so der größere Buller, aber naja, besser als nichts. Nehmen wir trotzdem mal mit. Okay. Sonst haben wir hier nichts mehr zu holen. Wo müssen wir denn eigentlich weiter hin? Wir sind da. Ein Fahrzeug ist immer noch, das ist ganz super. Wäre echt immer noch hilfreich. Oder wenigstens irgendwas da. Jetzt zeigt sich uns da hinten ein Fahrzeug an, aber das würde ich jetzt nicht nehmen, weil ich keine Lust habe, mehr zurückzulaufen. Deswegen vorwärts. Okay. Und? Nur einer von den Wichsern. Was? Und weg. Die Frage ist, ob da noch einer wach wird. Wapo, du bist gerade ein bisschen im Weg. Hey. Okay. Hey. Lautere Musik hier. Leon Villara, el presidente Anton Castillo. Okay, el presidente Castillo, kann ich mal. Ich habe heute eine Beerdigung beigewohnt. Okay. Einer unserer besten Soldaten wurde Villaras heiliger Erde zur Ruhe gebettet. Tja, ich habe wahrscheinlich auch dahin gebracht. Okay, mal Ruhe nachladen jetzt hier. Das sieht alles supi aus hier. Gott. Okay, auch erledigt. Wir können uns noch einigen. Ja. Jo. Schön, dass du weg bist. Auch weg. Jedes Mal lande ich hier in die gleiche Kacke. Habt ihr wenigstens neue Materialien? Nö. Achso, Entschuldigung. Wollt ihr dich ja eigentlich befreien? Okay, leere Kisten, zwei neue Libertad-Kisten aufgetaucht. Sind die irgendwo in der Nähe? Ja, eine ist da oben. Alles klar.
Geh mal hin, die brauchen ein bisschen Unterstützung. Die haben da ein bisschen Stress. So. In der Zeit gehe ich hier nach oben, mal wieder zurück zu Clara und gucken, was sie uns erzählen hat. Die große Feindmission werden wir immer noch nicht machen. Wir werden noch mal ein bisschen Kleinkram noch machen. Einfach, weil wir es können. Okay, Kaninchen. Der Kaninchen lassen wir einfach mal in Ruhe. Oh, hier lang hoch und dann schauen wir mal noch mal in die Bastelkiste rein. Würde sich sicherlich auch mal wieder lohnen. Hier lang rauf, hier lang hoch und wir sind da. Regel 73. Furchtlos geworden, ah klar, sondern von Gefürchteten. Das sagte er, glaube ich, auch schon mal. Wir sollen Antons Schiffe versenken? Wir sind gottverdammte Fischer. Dann überlass uns einfach dem Tod, Kompai. Was okay. Machst du da? Probier's. Macht Spaß. Ja, macht Spaß. Was willst du? Dass Anton uns von der Stadt aus sieht? Ja. Tja. Funktioniert. Ihr habt 20 Minuten, bis Antons Truppen anrücken. Also fangt an zu laufen. Okay. Los. Ich sagte, los! Regeln der Guerilla. Juan Cortés. Eine Revolution wird nicht von den Furchtlosen gewonnen. Genau, Regel 73. Sondern von den Gefürchteten. Was fürchtet Anton Castillo? Freie Wahlen, freie Meinung, freie Parias. Ein Jahr da frei von Castillos. Doch er wird nichts fürchten. Wenn ihr nicht bereit seid, heute für eure Freiheit zu sterben. Nicht, als wenn wir mehr Leute oder Waffen haben, heute. Denn heute schlage ich eine Bresche durch Castillos Kriegsschiffe. Ich bin nicht furchtlos. Ich habe eine Scheißangst. Aber okay. Eins verspreche ich euch. Man wird mich fürchten. Viva Libertad. Viva Libertad. Okay. Viva Libertad. Viva Libertad. Ab nach Hause mit euch. Weiß sie überhaupt, was sie tut? Wen juckt's, Danny? Sie weiß, was wir brauchen. Ich sehe dich vom Himmel aus, Guerriero. Okay, vom Himmel, super. So, Libertad zum Vormarsch, Einsatz. So. Werden wir aber nichts Erstes nicht tun, weil wir haben noch so viele andere Sachen hier. Hier gibt es zum Beispiel noch diese komische Höhle und hier haben wir noch den da. Darum kümmern wir uns zuerst. Und zwar in diese Richtung. Da oben. Wie soll ich da raufkommen? Wie? Danny, hörst du mich? Hast du diesen Heli zum Laufen gebracht? Sie, aber die haben ein Flugabwehrgeschütz, das den Luftraum um Castillos Kriegsschiffe abriegelt. Okay, das ist blöd. Juan. Ich kümmere mich. Mach das. Denn wenn ich getroffen werde, sorge ich dafür, dass meine brennende Leiche bei dir einschlägt wie ein Meteorit. Das klingt wie eine Drohung. Und ich glaube, der meint es ernst. Deswegen sollten wir das auch ernst nehmen. Okay, da ist die besagte Kiste. Was ist drinne? Hat sich darauf angelohnt? Neue Klamotten. Wir haben schon viele von diesen Parkour-Klamotten. Was bringen die uns eigentlich? Schauen wir uns mal rein. Parkour-Klamotten. Und zwar hier auch hier. Deine Ausdauer regeneriert sich schneller. Das Problem ist, dass hier die Verteidigung gegen Weichziele, Sprengung und Panzerbrechmotor wird leicht erhöht. Mir persönlich gefällt das mehr als das hier. Dann haben wir ja auch die Kopfbedeckung. Ja, die eine hier, Parkour. Maximale Ausdauer erhöht. Und hier die Hose. Du bewegst dich schneller, nachdem du gerutscht bist. Alles schön, super. Sehr viel Kram für wir rennen schneller davon. Okay, sieht aber hübscher oben aus. So, wo geht's hier dann weiter? Da war ja die Geschichte mit dem, mit der Höhle hier. Da möchte ich auch noch gerne hin. Machen wir uns auf in die zur Höhle. Höhle, genau andere Richtung.
Höhle diese Richtung. Also, dann gehen wir jetzt mal darüber wieder. Alles umsonst hier hochgeklettert. Ah, nee, ganz umsonst war es nicht. Wir haben Klamotten gefunden. Was zum Anziehen. Seilrutsch hier. Oh. Mit der Seilrutsche geht es ja natürlich auch schneller wieder runter. Die Frage ist, ob Castillo das Lager nicht findet, weil wenn das hier so... offensichtlich rumsteht. So. Höhle, Höhle. Wo war die Höhle? Ach, da, diese Richtung. Ich muss mal hier vorbei. Ganz unauffällig. Okay, ich höre da ein Flugzeug. Das wirft bestimmt wieder Dinge ab. Apropos Dinge abwerfen. Wir sollten noch zur Werkbank. Das heißt, sobald wir eine Werkbank wieder haben, ich könnte ja drüber ja zurücklaufen, weil da oben war eine Werkbank. Ja. Los jetzt. Ruhig, ganz ruhig. Oh, wild über... Los! Mal ganz wild über das Gebüsche gerannt hier. Und dann wollen wir in diese Höhle halt rein. Da gab es einen Schatz, hieß es. Oh, bitte heute Hüge mache. Die Höhle ist natürlich irgendwo da oben, wo man nicht reinkommt. Ach, John, langsam. Okay, aber hier geht der Weg nach oben. Vielleicht ist geht zu weit nach oben, dass wir auch da hinkommen, wo wir hinwollen. Ah ja, folge den Pfeilen, würde ich sagen, wa? Noch offensichtlicher geht's ja nicht. Okay. Ah, hier lang. Gelbe Linie hoch. Oh, jetzt hier. Es wäre einfacher, wenn das Gestrüpp nicht wäre. Ach, hier. Ja, und raus. Und wenn es nicht so dunkel wäre, wäre das natürlich auch deutlich einfacher. Und rauf. Oh, das ist jetzt einfach. Hier ist auch Licht und... Ah, da wäre man ja fast schon wieder runtergefallen. Ich würde sagen, das ist besagte Höhle. Dann gehen wir da auch mal vorsichtig rein. Mal gucken, was uns hier blüht. Hoffentlich lohnt sich der ganze Aufwand auch. Okay. Pulverhöhle. Okay, ja. Irgendwie mysteriös, diese Höhle. Nur ein bisschen. Ich habe keine Dryada-Symbole mehr gesehen, seit ich ein Kind war. Okay. Ah, Taschenlampe an, das gefällt mir. Schon fühle ich mich nicht so ängstlich. Die Frage, wo geht's hier weiter? Ach, da. Bin ja gespannt, was uns hier erwartet. Okay, wir haben was gefunden. Lesen. Yara leidet. Die alten Sitten verschwinden langsam in der Dunkelheit und wir vergessen. Wir lobpreisen Menschen und geben ihnen Macht. Eins verehren wir etwas, das mehr war. Etwas Größeres. Triaden, die Ulvas, Ida, Oku und Imo Abosi. Die drei Wächter stets wachsam, die stets warten, die bereit sind zu sprechen, wenn wir die Geduld haben zuzuhören. Die bereit sind, uns zu führen, wenn wir den Glauben haben, uns führen zu lassen. Ihre Reliquien wohnen überall in der Region Yaras versteckt. Wenn du sie hierher bringst, findest du vielleicht, was du suchst. Ulrus, der Wächter, wird deinen Körper und deinen Geist auf die Probe stellen. Wirst du dafür würdig befunden, werden dir die Waffen der Triaden dein sein. Ulo beobachtet dich. Ihr Tanz geht weiter. Alles klar. Damit wahrscheinlich eine neue Questline freigeschaltet. Ah. Okay, einsammeln. Hey Danny, wie steht's um dieses Flugabwehrgeschütz? Obers Herz. Ich kann nicht abheben, solange es den Luftraum bewacht. Ist klar. Okay, Juan, ich schalte es aus. Hey
Es gibt kein Ich im Team. Du verstehst schon. Okay. Ewiges Tanzhandgelenk. So, nochmal neuen Brief. Ich bete um Rat, Ulver, steh mir bei. Ida, wilder Vater, leih mir dein Licht, deine Leidenschaft, dein lauten Feuer. Uku, Mondmutter, lindere den Schmerz in meinem Herzen mit deinem Tränen und hilf mir in der Dunkelheit zu ruhen. Imo Abosi, du Gerissener, führe mich in den Dschungel, nicht in die Irre. Gleite mich mit deinem Lachen an sicheren Ort. Ihr seid Jada, ich bin ich. Wir sind Jada, ihr seid ihr. Alles klar. Schicke neue Ausrüstung. Heilige Schriften. So, das heißt, wir haben neues Equipment. Arsenal. Klamotten. Und zwar, du bewegst dich leiser. Schön. Und dann war noch was gewesen. Hier haben wir noch. Wurfmesser und Äxte fügen mehr Schmerzen hinzu. Alles klar. Und so, hier haben wir ja neue Waffen. Wir können ja bei den Pistolen gehen hier. Haben wir hier eine neue Pistole. Weniger Schaden, leichtere Handhabung. Ja, bringt aber uns wenig, wenn die weniger Schaden hat und weniger genau ist, hilft uns das gar nichts. Immer so ungenau. Ah, hier haben wir die schicke Schrotflinte. Wobei ich ja persönlich vielleicht doch mal die Waffe wechseln würde. Gehen wir in das Arsenal halt rein. Weil der Flammenwerfer ist zwar super, aber hat einen ganz entscheidenden Nachteil. Das macht sehr viel Aua, wenn es nicht sauber funktioniert. Okay. Und wo komme ich jetzt wieder raus? Muss ich den ganzen Scheiß wieder zurücklaufen? Naja, das ist heute nicht unser Problem. Wie wir herauskommen, das werden wir morgen feststellen, weil morgen geht's weiter mit Let's Play Far Cry. Far Cry 6. Wer auf keinen Fall vergessen will, auch nicht. Ergibt irgendwie keinen Sinn. Wer nicht verpassen will, wie das hier morgen weitergeht, der sollte auf jeden Fall mal die Glocke aktivieren. Dann kriegt das auf jeden Fall mit, wenn der nächste Part dabei ist. Sonst zeigt mir es einfach mit einem netten Kommentar, worauf ihr Bock habt. Jetzt dergleichen. Denn ich bin MacGurago und sag Servus und Ade.